nehmen daran teil, weil es uns wichtig ist, die Kindergärten als einen pastoralen Ort zu stärken und wahrzunehmen. Und gerade für die Eltern und für die Kindergartenlandschaft, die ja sehr bunt ist, ist das besonders wichtig, dieses christliche, katholische Profil nochmal deutlich zu verstärken. Ja, uns war die religiöse Bildung als katholische Kindertageseinrichtung sehr wichtig und haben im Laufe unserer täglichen Arbeit mit den Kindern oft gemerkt, dass es Hemmschwellen gab, mit Kindern über bestimmte Punkte zu sprechen, wie zum Beispiel Thema Tod und wie gehen wir damit um, und würden gerne auch in einem Gesamtkreis mit pastoralen Mitarbeitern, halt mit den Verbundleitungen, halt einen Arbeitskreis entwickeln wollen, wo bestimmte Themen auch thematisiert werden könnten. Und da kam das Projekt Kita Lebensort des Glaubens mit super tollen Fortbildungen halt genau für uns richtig. Ich wäre froh, wenn am Ende dieses Projekts das Bewusstsein steht in den Einrichtungen, wir sind gerne Gemeinde in dieser Pfarrei. Und wir sind das mit Selbstbewusstsein und klarem Blick in diese große Pfarrei hinein. Wir haben erfahren in den letzten Jahren, seitdem das Projekt läuft, dass sich die Fortbildungen unheimlich schön entwickelt haben, die durch das Projekt entstanden sind. Da geht es nicht um Wissensvermittlung pädagogischer Art, sondern überwiegend, wie setze ich mich mit meiner eigenen Religiosität auseinander. Es darf Zeiten und Räume geben, dass Kolleginnen genau das, was wir gestern eben hatten, miteinander ins Gespräch kommen, ihre Fragen stellen, ihre Zweifel stellen, ihr Unverständnis an der einen oder anderen Stelle auch stellen dürfen, und dass es ein Vertrauen gibt, sowohl in die Kirche als Institution, als auch in den eigenen Glauben und auch in die Seelsorger vor Ort, dass ich die Sorgen und Nöte, die ich selber habe, auch tatsächlich stellen darf, weil erst wenn ich sicher in mir selbst bin, dann kann ich das auch unvermittelt an den Nächsten weitergeben. Eine gemeinsame Fortbildung konzipiert, die wird jetzt Anfang des Jahres stattfinden. Wir waren mit einer Einrichtung im Hochseilgarten, haben da Teambuilding gemacht, das war ein sehr schöner Tag. Genau, und haben oft in der Projektgruppe zusammengesessen und viel gesprochen, uns kennengelernt. Es gibt ja unterschiedliche Kulturen so auch in den drei Einrichtungen. Das ist auch nochmal ganz spannend, wie man sich da auch so miteinander arrangiert oder wo man auch voneinander lernen kann. Selber in der Einrichtung, muss ich sagen, hat sich die Sicht der Mitarbeiter verändert. Also wir haben viel mehr, die sich jetzt auch mal trauen, was zu machen in dieser Richtung. Und das finden wir eine ganz schöne Entwicklung, zumal es jetzt auch sehr viele junge Leute sind, die sich da trauen, was zu verändern. Auf jeden Fall, weil ich es einfach ganz spannend finde, sich als Team auf den Weg zu machen, gemeinsam da einfach zu forschen, was für einen Glauben man hat, wie man seinen Glauben noch weiterentwickeln kann, den Horizont einfach erweitern, andere Glaubensrichtungen kennenzulernen. Wir haben im Anfang Kindergartengottesdienste noch nach einem bestimmten Schema gefeiert und haben dann festgestellt, aufgrund der Multikulturalität und der Interreligiosität können wir das nicht mehr so tun, wie wir es getan haben, und haben gemeinsam ein neues Konzept entwickelt, für jede Kita ein eigenes, weil man schauen muss, in welcher Kita kann es wie funktionieren. Und da hat sich das Pastoralteam auch mit auf den Weg gemacht, und es sind wunderbare Methoden entstanden, die jetzt gerade die ersten Früchte tragen. Ja, wir fühlen uns sicherer halt im Umgang mit unseren eigenen Glauben und mit der Spiritualität. Und wir reden öfters darüber, auch in Mittagspausen oder halt in Teamsitzungen, halt, dass wir offener mit unserem eigenen Glauben auch umgehen. Aber auch so im gesamten Team hat sich verändert, dass es einfach mehr Thema ist. Es ist mehr Alltag und es ist einfach im Alltag besser integriert als davor. Ja, das hat schon was bewirkt. Also ich glaube, wir haben eine andere Haltung, wir haben neue Methoden kennengelernt und der Umgang miteinander ist, glaube ich, ein anderer geworden. Und ich denke schon, dass man auch spürt, die Stimmung ist eine andere. Dass man so viel voneinander lernen kann. Also vieles war so, müssen wir jetzt alles neu machen. Und die Erfahrung war eigentlich, wir machen schon ganz viel und können voneinander profitieren, da nochmal neue Wege zu gehen und so diese unterschiedlichen Kulturen in den Einrichtungen miteinander sozusagen in produktiven Austausch zu bringen. Das war eine gute Erfahrung. Werden die Menschen miteinander über den Glauben gesprochen und offen, und vor allem die Erzieherinnen versuchen auch ihren Standpunkt zu klären. Wo gehöre ich hin? Woher komme ich? Was bin ich?
Und das ist, war nicht so, ist auch nicht so selbstverständlich. Jetzt werden die herausgefordert, ihre katholische Profil einmal zu zeigen in dieser Herausforderung, mit der sie gestellt sind. Und das heißt, da bewegt sich schon was. Wir haben uns auf den Weg gemacht. Es geht, ich möchte mal sagen, ein ganz frischer Wind durch alle Kitas, hohe Motivation. Auch der Pastoralplan ist ja in der Pfarrgemeinde gestellt, der da heißt Familien stärken und Kita-Lebensort des Glaubens sieht sich ja auch als Basis, wo Familien wieder den Zugang zur Kirche finden. Und in diesem Netzwerk möchten wir zukünftig ganz viel weiterentwickeln und die hohe Motivation ist da. Und somit kann das Projekt einfach nur ein Startschuss sein und wir werden gerne daran weiterarbeiten. Ja, also ich kann allen Einrichtungen das empfehlen, weil es ist sehr notwendig in der Zeit, in der wir hineingestellt sind, mit dieser großen Herausforderung, geht es um den Glauben und die Lebensgestaltung, dass die unsere Mitarbeitenden und Mitarbeiter gestärkt werden, ihrem eigenen Profil zu entwickeln und den Glauben stark zu sein, damit wir die anderen gegenüber auch mal selbstbewusst auftreten können und stark präsentieren können und auch positionieren können auch. Damals zu der Zeit viel an die Hand bekommen an Werkzeug, das vorzutragen. Das ist, glaube ich, die große Kunst. Mit allem, was dann passiert, so in den Kitas, mit dem Alltag, da Zeiten zu finden, das dann auch immer wieder wachzuhalten und einzubinden. Deswegen haben wir uns ja jetzt auch entschieden, in so einer Arbeitsgruppe zu arbeiten, damit das auch sich weiterträgt und auch die Arbeit da lebendig bleibt in dem Bereich.